Cindy Sunshine, du bist von uns hier im Raum wahrscheinlich die Einzige, die Shelley Lavin persönlich kennt. Wie ist es dazu gekommen? Also genau vor 10 Jahren war ich auf der Suche nach einem Ausweg. Ich fand Pornos früher ziemlich geil. Also ich bin sehr, sehr früh mit Pornos in Berührung gekommen. Mit 9 Jahren habe ich die gesehen. Erst via Playboy, Praline und Coupé. Da sagen viele, das ist kein Porno, aber dann habe ich die richtigen Pornofilme gesehen bei Klassenkameraden zu Hause. Bin auch in der Schule sexuell belästigt worden und es hat mir wirklich die Message gegeben, okay, das ist, was ich als eine Frau wert bin, was ich zu bringen habe und das ist meine Sexualität. Vor 10 Jahren habe ich dann einen Ausweg gesucht, weil ich mein Leben danach gelebt habe. Ich dachte, Pornos bringen mich weiter oder der Glamour-Porno-Look, wie er mir so vermittelt wurde, nicht nur durch Playboy, sondern einfach auch in der ganzen Gesellschaft wurde Pornos, wurden die Pornos glamourisiert, gehypt und ich dachte, ja, wenn ich geliebt und akzeptiert werden will, dann muss ich so sein. Leider sah das am Ende ganz anders aus und ich wollte vom Balkon springen. Es gab viel sexuelle Gewalt. Ich konnte mir das auch irgendwie dann anders nicht vorstellen, weil ich es ja nur so kannte. Also ich bin so aufgeklärt worden, wie es gesagt worden ist, wirklich. Also damals gab es noch kein Internet, da waren es wirklich die Filme und die Printmedien. Jetzt ist es zugänglich für alle und ich dachte einfach, warum stimmt das eigentlich nicht? Ich dachte, ich bin glücklich. Ich dachte, das macht mich jetzt irgendwie zum Star. Alle sprechen von Pornostar. Ich wollte Pornodarstellerin werden, soweit ist es nicht gekommen. Ich habe zugeschaut, wie die Männer die Frauen degradiert haben und ich dachte, das lasse ich mir nicht gefallen, das ist ja schrecklich. Aber dennoch war ich gefangen in diesem Lebensstil. Ich habe mich auf Partys so präsentiert, als wäre ich eine von diesen. Ich bin oft gefragt worden, willst du nicht bei uns im Escort einsteigen? Du bekommst die Bodyguards. Willst du nicht Webcam-Studios machen? Du bist so dumm, warum verdienst du dir nicht die goldene Nase? Ich bin fast bei draufgegangen bei diesem Leben und habe nach einem Ausweg gesucht. Ich wollte mich umbringen, nachdem ich auch wirklich krank wurde. Das kann man auch alles im Vorwort lesen. Ich habe tatsächlich auch das Vorwort geschrieben, weil mir dann Shelley zur Hilfe kam. Ich habe gesucht nach einem Ausweg und fand es in ihrer Geschichte. Ich dachte, sie ist die einzige Frau oder die einzige Story im ganzen Internet, die sich dagegen stellt, gegen Sex sells und Sex is wonderful. Sex ist auch im richtigen Kontext sicherlich wonderful. Ich habe das leider noch nicht erleben dürfen, weil ich als Kind einfach die falschen Sachen gesehen habe und ich bekomme auch die Bilder teilweise schwer los. Aber Shelley und ihre Geschichte haben mir eine Hoffnung gegeben und ich bin so dankbar, weil sie gesagt hat, du kannst dein Leben ändern und ich habe ihre Bilder gesehen, vorher, nachher und ich so, was ist da passiert? Ich habe ihr geschrieben, sie hat mich direkt aus Kalifornien angerufen und sie hat gesagt, Baby, ich weiß, wie es dir geht. Bitte lass mich dir eine Hilfe sein und ich so, wie? Es ist dein Ehemann, es ist dein neuer Job, es ist deine Kinder. Sie so, nein, es ist Gott und der Glaube. Ich so, wow, nein, also bitte. Ne? Ich bin so aufgewachsen und es hat keine Kraft, aber sie hat wirklich mit ihrem Vorbild, also ich muss wirklich sagen, ich habe es nirgendwo anders gesehen, sie war meine Rettung. Sie kam direkt vom Himmel und sie hat mir den Weg gezeigt, wie es anders geht. Ja? Und dass ich Hoffnung habe, dass es auch Heilung gibt, weil ich war wirklich traumatisiert. Und so habe ich Shelley kennengelernt. Ich habe auch ein Fotoalbum gestaltet, das könnt ihr gerne anschauen. Da sieht man auf Fotos, wie ich Shelley dann zum ersten und zweiten Mal dann auch live getroffen habe. Sie sagt ganz liebe Grüße, sie hat mir vorhin noch geschrieben, sie bedauert es heute nicht hier sein zu können. Und sie ist aber sehr, sehr glücklich, dass das Buch jetzt auf Deutsch übersetzt wurde. Vielen Dank dem Roland Verlag, dass andere Menschen einfach hören können, was hinter den Kulissen abgeht und sich ihre eigene Meinung bilden können. Also ich bin die Letzte, die nicht versteht, wie man eine Faszination auf Porno haben kann. Das möchte ich mal hier so sagen. Ich war darin gefangen und ich bin immer dafür, dass etwas unterstützt wird, was richtig gut läuft und was richtig gut ist. Aber ich muss leider sagen, nach vielen Testen habe ich das leider nicht für gut befunden. Also ich glaube, dass
das Design von Sexualität von Gott kommt und dass es mega genialen Sex gibt, aber leider habe ich das nicht in der Umgebung von Pornografie gefunden und das muss ich heute so sagen. Danke für dieses mutige Zeugnis. Das ist ja nicht leicht, öffentlich über sowas zu reden, wenn es um einen selber geht. Es ist aber auch ermutigend, weil obwohl der Weg noch nicht ganz am Ende ist,